es war so eine Headline, gewesen, irgendetwas mit Gurken. In Plastik verpacktes Obst und Gemüse ist schlecht für die Umwelt. Fakt oder Fake? Schwierig. Ja, Fakt als Fake. Sag mal Fake. Fakt. Ich glaube, es ist schlimmer, wenn es mega bespritzt wird. Solange es Plastik nicht in die Umwelt gelangt. Wegen dem Abfall. Also es wird ja schon schlecht sein, besser unverpackt. Oh. Viele Lebensmittel sind länger haltbar, wenn sie in Plastik verpackt sind. Sie wegzuführen wäre schlimmer. Also ein bisschen schlimmer Übel. Es wird keine einfachen Fragen gestellt. Der Umwelt zulieb trinkt man anstatt Kuhmilch lieber Sojamilch. Fakt oder Fake? Fake. Fakt. Nein, der Umwelt zulieb ist ein Fake. Soja muss halt von weit weg transportieren. Soja braucht grauenhaft viel Wasser für den Anbau. Weniger Ressourcen und hoffentlich auch Soja aus Europa. Für Sojamilch wird mehrheitlich Soja aus Europa gebraucht und der Wasserverbrauch ist deutlich tiefer. Ich lerne da noch dazu. Regional einkaufen ist die nachhaltigste Einkaufsmethode. Fakt oder Fake? Eher Fakt als Fake. Ja, Fakt. Weniger Transportweg. Wir haben genug gutes Gemüse und Früchte und Eier. Ich würde sagen Fake, weil es gibt wahrscheinlich verschiedene Kriterien, die Nachhaltigkeit bestimmen. Saisonal ist nachhaltiger. Produkte aus Gewächshäusern in der Schweiz haben beispielsweise höhere CO2-Emissionen als Produkte aus dem Ausland, die an der Sonne reifen. Gut, das leuchtet mir ein. Jawohl.